liebe Freunde, wir sind wieder in Chelyabinsk und schauen ein paar russische Züge. Мы снова в Челябинске, посмотрим российские поезда, ja? Die Aufnahmen werden etwas verwackelt sein, ja, ich habe keinen Gimbal, aber ich kaufe absichtlich das Teil nicht, weil damit man nicht so öfters angeschaut wird, ja, von seltsamen Typen, ey. Bleibt dran, viel Spaß. So, das sind unsere Züge, ja, was heute so abfährt. Извините, а у вас вообще по-прежнему туалеты все это на улице или собирается ли? У нас био. Био, да, да. Есть био, есть открытый уцеп. Окей, спасибо большое. So, der Zug hat Biotoilette, ja, also es ist nicht so wie früher, es wird alles rausgelassen, ja, nach draußen. Na, lecker. Schön. Orsk, Jekaterinburg, Waggon Nummer 2. Es wird alles kontrolliert, wie man sieht. Извините, а в котором часу отправления? 9.26, по-моему, да? 9.26. Окей, окей, спасибо. So, 9.26 ist Abfahrt. Wir haben 9.10. Thank you.
2009 Baujahr. Erstes Fahrzeug Почта России, Post, russische Post. Da, wo die Päckchen, wenn man rausschickt einen Brief von Deutschland nach Russland, dauert immer einen Monat fast.
Fahrzeug wird mit Wasser befüllt, da sieht man ja. Hälfte geht nach draußen, aber halb so schlimm. Sowjetunion, SSR. Ja, das waren Zeiten, ey. Maximalgeschwindigkeit 100 km/h, ja. Steht drauf. Da vorne sieht man ein paar Jungs, ja, die werden gleich während der Fahrt prüfen, ob alle Bremsen gelöst sind. Und dass keine Frau hinter dem Zug klemmt. Schatz, ich habe ein Kind von dir.
Der Lauf fängt gleich an zu rangieren. Hier sieht man ein weißes Lämpchen. Das war nett von dem Typ, ey. Also, sehr selten, ziemlich selten sowas, ey. Also, einer Lokführer winkt, ey. Ein weißes Lämpchen zum Rangieren. Weiß ich, wie das in Russland so heißt. Keine Ahnung. Rangierfahrt erlaubt, Fahrverbot aufgehoben, was auch immer.
So, wir gehen gleich zu Dampflokomotiven, ja? Bleib dran! Rangierlok TM7. Und natürlich, ihr kennt alle, EP2K. Meine Lieblingslokomotive ist von Russland EP20. Schönes Modell, aber leider die fahren woanders. Ich glaube, ich schätze mal unter Moskau, St. Petersburg. So die Ecken. Puh. Ja, davon fahren wir einen Panzer, oder? Höchstgeschwindigkeit 35 km/h. Ja. Запасывали. 3200 Stück wurde hergestellt. Ja. 55,2 Tonnen. Heute haben wir richtig gutes Wetter. Hey, в Люцен! Wahnsinn, ey. Gehen wir gleich rüber, ja? Alternative, falls IC ausgefallen ist, ja? Nein, ich bin kein Fan eigentlich von Dampflokomotiven. Ist Technik natürlich für sich, aber. Für mich sieht irgendwie alles gleich aus.
Na, die haben schon hier ein paar Exemplare. Sogar die Bremsen sind gelöst. Schön. Ach du lieber Gott, ey. Wahnsinn, ey. Ob sie hier CSS 7 haben, das ist die Frage, weiß ich nicht. Hey, CSS 2 sogar, da vorne. In 90er Jahren, ich glaube von Skoda, wo das made, ja, made in Tschechoslowakei. War ziemlich zuverlässige Lok, ey. Schüsse 2. Ein E-Look. Skoda. Baujahr ist. Ja, 160 km/h, ich glaube, ja, Kilometer auf Час. Ich glaube, 1963 müsste das sein, ja. Nummer 4814, ja. Chiesa 4 kenne ich gar nicht. Auch Tschechoslowakei, okay. 1972, 160 km/h auch. In 2 Monaten meine Eltern ziehen um von Chelyabinsk nach Penza, das ist ungefähr 12 Stunden in Richtung Moskau. Ja, liegt die Stadt, etwas kleinere Stadt. Ja, und dann natürlich werde ich mit dem Flugzeug quasi von Düsseldorf oder von Köln-Bonn bis Moskau fliegen und danach 12 Stunden mit einem Zug fahren. Natürlich, da werde ich meine Kamera, dann die andere, die teure Variante immer mitnehmen, ja, dann gibt es natürlich ein paar Aufnahmen nach außen, aber natürlich keine Aufnahmen, wo man quasi unter dem Rad ist oder so, sowas nicht. Also halt ganz normal aus dem Fenster werde ich versuchen, Aufnahmen zu machen. Ja. Wird, denke ich mal, auf jeden Fall schön sein.
Wenn alles okay ist, ja, ich glaube, ich habe im September wieder mal Urlaub und danach noch im Januar Urlaub. Ja, gut. Проход запрещен, verboten. Durchgang verboten. Пути подъемник. Ja, so waren früher, wurden die Gleise früher abgehoben, ja, mit dem Teil. So, gehen wir wieder zurück, ja, gucken wir von der anderen Seite. Ach ja, hier ist es, Chassis 7. 90er Jahre, echt mal, das waren Zeiten, ey. Ah, Chassis 7. Am Bahnhof hat sich bis jetzt nichts geändert, wie man so sieht. Na okay, ein paar natürlich Sachen dazugekommen sind, Kirche ist da entstanden, ist, ja. Ja, wie oft bin ich früher genau mit dieser Lokomotive gefahren bin. Und der Chelyabinsk, die war ziemlich schnell am Fahren, das weiß ich noch, ungefähr 120, 130 km/h war damalige Zeit, mein Gott, das hat sich so angefühlt, wie als ob man fliegen würde. Ja, das Orsk, 1987, Schumicha, 1980er Jahre. Златоуст, Златоуст. Ich glaube, Златоуст befindet sich in die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, müsste sein. Ja, ungefähr Златоуст, eineinhalb Stunde mit S-Bahn oder so. Медковск, 80er. Na, wieder mal Челябинск, sieht man am Bahnhof. Oberleitungsbusse, ja, sieht man haufenweise. 70er Jahre, ja. Man sieht, wie wenig die Autos zu sehen sind. Ja. Новотроицк, 60er. Петропавловск, 50er. Аллилуйя. Курган. 6 Stunden mit dem Bus. Fahren von hier aus auch die Busse, ja. 6 Stunden, ja, 6-7 Stunden mit dem Bus. Месяж. Челябинск, главный, Haupt, Челябинск, 60er. Ja, Слава КПСС, 1962. Das ist снегоуборочная машина. Umschnee wegzuräumen, ja. Ich schätze mal, die Teile wurden rausgefahren, dann zur Seite oder was auch immer. Vier Brigade обслуживания, vier Leute. Zu bedienen, ja, Massemaschine 80 Tonnen, ja, transportne Skorist 80 km/h, Geschwindigkeit 80 km/h. Kuvadyk, 80er Jahre, Magnitogorsk, Passagierski, Magnitogorsk, Magnitogorsk, ja, ich glaube 3 Stunden mit S-Bahn auch, 2 Stunden, ne. Argayash, auch irgendwo, eineinhalb Stunden oder eine Stunde. Бузулук ist auch, liegt irgendwo hier. 70er Jahre, Челябинск, wieder mal. Карталы, 4 Stunden. Курган, alles liegt in der Nähe von Челябинск. So, gucken wir was anderes. Оренбург. Петропавловск. 1955, Wahnsinn. Миас и нохмаль Петропавловск. Дрейтаузенд пфердештерка, тип передачи электрическая, металлектро. 160 км максималь и 126 тонн, я 26 тонн, гевесит. Sechstausendachthundert Pferdestärke, 160 km/h, 123 Tonnen.
Waggon, Kuchen. Früher wurde das in dem Fahrzeug gekocht. 5700 Pferdestärke, 160 km/h, 123 Tonnen. Ja. Wahnsinn, aber das hier kostenlos zu besuchen ist, ist schon nicht schlecht, ey. Ach ja, sowas gibt es selten heutzutage, auch hier. Alle wollen Geld. Auch meine Frau. So, WL8. 5712 PS, 100 km/h, 190 Tonnen. Nicht schlecht, ey. So, WL 22, 3200 PS, 75 km/h, 132 Tonnen. Und natürlich 2 T10B, 10W, 10W da. Das ist natürlich bekannte Lokomotive, wie oft ich früher damit gefahren bin, Kasachstan, Almaty. Kustanai, Pavlodar, alles nur mit solchen Teilen, ey. Halleluja. Jetzt können wir gleich nachschauen, wie viel PS hat er. Okay, мощность 2x300 PS, 3000 PS. Тип передачи электрische. Die gehen wir rübergegeben elektrisch, keine Ahnung, wie das geht. Konstruktion ist 100 km/h und 2x138 Tonnen, einiges. Na gut, 80 km/h, 2000 PS, nur 187 Tonnen. Paravoz Serie L. Ну, 1350 PS. 95 km/h, maximal 123, aber wird benutzt natürlich zum Rangieren, ja, ist ein Rangierlok. Tiplavos Serie TGM 23B, 400 PS, 60 km/h und 44 Tonnen. Паровоз серии ЛВ 2400 PS, 80 км/h, 224 Tonnen, Аллилуйя. Ich glaube, Big Boy wiegt, was war das noch, 380 Tonnen, oder? Aus Amerika. Oder noch mehr. Электровоз серии Б 800 LS, Pferdestärke 50 км/h. Und 57 Tonnen. Da kommt er, WL10. Wird meistens benutzt immer bei für Güterzüge, ja. Ein sehr, sehr bekanntes Modell, WL10. Manchmal sieht man natürlich auch zwischendurch fahren die Personenzüge, aber das ist mittlerweile sehr, sehr selten. Die sind alle umgestiegen auf den, da steht ja, auf den roten, ja, diese EP, warte, wie heißt es? EP2K, oder? So. 6120 PS, 100 km/h, 184 Tonnen. PS, 65 km/h, 147 Tonnen. Paravoz Serie E. Das ist wieder mal anscheinend andere Modell, WL 60. Ja, sieht man ja vorne, halt quasi Scheinwerfer. Die haben ein Update verpasst. Na, wie sieht man? TM 7 oder so hieß es.
5500 PS, 100 km/h, 138 Tonnen. Das ist der Soviet Union Baujahr. Interessant, ja. Oh mein Gott, in 1966. Ja. Für damalige Zeiten war bestimmt schon ein mega, mega tolles Werk, ein mega tolles Werk für Russland. WL-80, das WL-60. Oh, 8400 PS, 110 km/h, 192 Tonnen. Das ist schon natürlich ein Unterschied. Паровоз серии P36, 3000 Pferdestärke, 125 km/h, 235 Tonnen, na, mächtig. Waggonsalon. Bis 1913 wurde das gebaut. Und natürlich die hochnäsigen Leute sind immer damit gefahren, sind, ja, sieht man auch.